Heimlich, im Dunkel der Nacht, suchen sie die Schätze der Pharaonen. Heute wie seit Jahrtausenden. Die Gier nach Gold treibt sie in die tiefsten Grabkammern. Selten nur fanden sie einen König und seinen Schmuck unangetastet. Sie störten die Ruhe der Toten. Haben die sich für den Frevel gerecht? Viele der Eindringlinge starben auf unerklärliche Art und Weise. Eine Legende wurde geboren. Das Tal der Könige bei Luxor, letzte Ruhestätte der Pharaonen. Man weiß, die Grabkammern in den Felsen waren einmal angefüllt mit Kostbarkeiten, prunkvolle Ausstattung für das Leben im Jenseits und immer schon ein magnetischer Anziehungspunkt für Grabräuber. Kurna, ein Dorf über Gräbern, Gräber von Edelleuten und hohen Beamten, alle leer, rücksichtslos geplündert. Viele Familien lebten über Generationen vom Grabraub. Man baute hier mitten im Reich der Toten, um unter den Häusern ungestört suchen zu können. Erst seit Anfang dieses Jahrhunderts gibt es für die Grabräuber ernsthafte Konkurrenz, die Archäologen. Mit Heerscharen von Helfern durchwühlten sie die ägyptische Erde. Sie fanden viele Gräber, fast alle waren leer, ausgeräumt schon vor Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden. Immer wieder Enttäuschungen. Und dann 1922 endlich der Fund. Der Engländer Howard Carter hatte in dieser Umgebung jahrelang vergebens nach dem Grab des Pharao Tutanchamun gesucht. Aber er kam erst weiter, als er den Hinweis der alten Grabräuberfamilie Rasul ernst nahm. Heimliches Graben war unmöglich geworden. Die Regierung ließ das Tal gut überwachen. Hier staatliche Kontrolle, dort das Wissen der Eingeweihten. Dies ist das Grab von Tutanchamun. Mein Vater zeigt es dem Howard Carter. Der Stolz der Rasuls. Am 4. November 1922 war die erste Stufe, der Eingang zum Grab Tutanchamuns, freigelegt. Das größte archäologische Abenteuer beginnt. Originalaufnahmen vom Tag der Graböffnung. Als geladene Gäste, Wissenschaftler, Politiker und Prominente aus aller Welt. Howard Carter rechts und sein Geldgeber Lord Carnarvon stehen vor dem größten Triumph ihres Lebens. Euphorische Stimmung. Nur einer, der Ägyptologe Weigall, empfindet Skrupel angesichts der bevorstehenden Graböffnung und warnt: Wenn der Lord so weitermacht, gebe ich ihm noch 6 Wochen zu leben. Angst vor Frevel? An diesem Tag hat niemand Weigalls Äußerung beachtet. Jeder war vom Grab des Tutanchamun fasziniert. Über diese Treppe trugen vor mehr als 3000 Jahren Priester unermessliche Schätze in die Felsenkammern. Es übertraf alles bis dahin Gesehene. Schon im Vorraum eine verschwenderische Fülle von Schmuck, Möbeln und Gebrauchsgegenständen aus Gold und Edelhölzern, Lebensmittel und kostbarste Öle. Man hatte den jungen Pharao für sein Leben im Jenseits wahrhaft königlich ausgerüstet. Schlagzeilen und sensationelle Fotos für die Weltpresse, fast täglich. Darunter mischten sich auf einmal überraschende Meldungen. 19. März 1923, Carnarvon krank. 20. März, Aussicht auf Besserung. 21. März, Besserung schreitet fort. 22. März, Fieber weiter gesunken, Zustand zufriedenstellend. 26. März, Genesung schreitet fort. 27. März, Hoffnung auf schnelle Besserung.
30. März, doppelseitige Lungenentzündung. Am 5. April 1923 stirbt Lord Carnarvon, 57-jährig, in Kairo. Genau nach Ablauf der von Weigall vorausgesagten 6 Wochen. Das Grab des Lords in England bei seinem Wohnsitz Highclere Castle. Gerüchte über seinen plötzlichen Tod kamen auf. Erstmals sprach man vom Fluch des Pharao. Musste der Lord sterben, weil er die Ruhe des toten Königs gestört hatte? Hier in Highclere Castle lebt heute noch sein Sohn. Er erzählte 1981 in einem Interview, sein Vater sei zwar nach einem Autounfall lungenkrank gewesen und habe deshalb die Wintermonate in Ägypten verbracht. Lebensbedrohlich aber war sein Zustand damals nicht. Umso unbegreiflicher die näheren Umstände seines Todes. And he happened to be bitten by a mosquito. Er wurde von einem Moskito gestochen und schnitt sich beim Rasieren mit einem altmodischen Rasiermesser die kleine Wunde auf. Beim Essen sagte er, ich fühle mich scheußlich. Am nächsten Tag sagte er, die Temperatur ist wieder normal. Ich fühle mich wohl. Und sie gingen zurück zu den Ausgrabungen. Aber diesmal fühlte er sich noch schlechter. Danach sagte meine Schwester, ich bringe dich nach Kairo zurück. Wir werden die besten Ärzte rufen, die es dort gibt. Aber zu dieser Zeit war Penicillin unbekannt. Sonst würde er wahrscheinlich heute noch leben. Was geschah? Er geht nach Kairo. Die Ärzte sagen, er leidet an Blutvergiftung, Septizemie. Stimmt's? Meine Schwester sorgte für ihn und ich kam auch. Viele Tage lag er im vollkommenen Delirium. In der Nacht, als er starb, verloschen alle Lichter im Hotel. Ich wusste nicht, dass sie in ganz Kairo ausgegangen waren. Aber so war es, in der Tat. Alle Lichter erloschen. Warum? Das kann bis heute niemand erklären. Es gab 4 verschiedene Lichtsysteme, nicht wahr? Ganz recht. Und alle gingen zur selben Zeit aus. Gab es noch etwas anderes, Lord Carnarvon, was unerklärlich war? Ja. Was? Ich kann Ihnen noch etwas Ungewöhnliches erzählen. Als ich nach Mesopotamien reiste, ließ ich Susi, einen süßen kleinen Foxterrier, in England zurück. Er setzte sich um 5 vor 4 an dem Morgen auf, als mein Vater starb. Genau mit den 2 Stunden Zeitverschiebung zu Kairo. Mit Schaum vorm Maul fiel er um und war tot. Wie wollen Sie das erklären? Sie können es nicht. Tatsächlich, das klingt geheimnisvoll. Auch hier im Haus Howard Carters am Eingang zum Tal der Könige geschah Merkwürdiges. Genau am Tag der Graböffnung. Der Sohn seines ehemaligen Dieners erinnert sich. Als Carter das Grab geöffnet hatte, kam plötzlich eine Schlange ins Haus und fraß seinen Kanarienvogel. All diese sonderbaren Geschichten, ja selbst der Tod Lord Carnarvons, waren schnell vergessen. Das Weltinteresse konzentrierte sich auf die Kostbarkeiten, die nach und nach aus dem Grab Tutanchamuns geborgen wurden. Zeitungen und Illustrierte überboten sich mit ihren Reportagen. Die damals noch üblichen Schwarz-Weiß-Fotos erschienen koloriert, um die außerordentliche Schönheit der Objekte zu vermitteln. Die Welt war in einem Tutanchamun-Rausch. Neue Unglücksmeldungen gab es 1924, ein Jahr später. 5 Besucher des Grabes starben überraschend. Konservator Mace, hier rechts im Bild. Er hatte den letzten Stein der Siegelwand entfernt und damit, so glaubte man später, sein Todesurteil unterschrieben. Der amerikanische Unternehmer George Gould, er hatte das Grab besichtigt und war noch am gleichen Abend tot zusammengebrochen. Ebenso der englische Literaturprofessor Lafleur. 2 Tage nach seinem Besuch starb der Konservator des Louvre, Georges Benedit. Und im Alter von nur 46 Jahren auch Carters Sekretär Richard Bethel.
Als dessen Vater Lord Westbury davon erfuhr, stürzte er sich aus dem Fenster. Nicht genug. Auf dem Weg zum Friedhof überfuhr der Leichenwagen ein Kind. Wahrheit und Hysterie begannen sich zu vermischen. Die Zeitungen hatten ihre Sensation. Nahm der tote König nun wirklich Rache? Zu Füßen dieser Wächterfigur im Grab des Tutanchamun hat man angeblich eine Tontafel gefunden mit der Prophezeiung: Der Tod soll den mit seinen Schwingen erschlagen, der die Ruhe des Pharao stört. Niemand hat diese Tontafel je gesehen. Der Fluch des Pharao, Dichtung oder Wahrheit? In einem völlig anderen Kulturkreis, 3000 Kilometer nördlich vom Nil und 50 Jahre nach der mysteriösen Todesserie in Ägypten, lebte die Mär vom Fluch des Pharao wieder auf. Das Wawelschloss in Krakau, der alten Hauptstadt Polens, war Krönungs- und Begräbnisstätte polnischer Könige. Vor etwa 500 Jahren wurde hier der Jagellonenkönig Kasimir beigesetzt. Sein Sarkophag, eine Arbeit des Bildhauers Veit Stoß. Der Zugang zu seiner Gruft liegt unter der Grabplatte Elisabeths, der Ehefrau des Königs. Sie war die erste Habsburgerin, die einen slawischen Herrscher heiratete. Ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr, stiegen 1973 14 polnische Wissenschaftler in die Gruft, um die sterblichen Überreste des Königspaares zu untersuchen. Als Grabbeigaben fand man nur Krone, Reichsapfel und Schwert, alles nur noch bruchstückhaft erhalten. Die Forscher arbeiteten, wie man hier sieht, ohne Mundschutz und mit bloßen Händen. Nach Abschluss der Untersuchungen setzte der Kardinal von Krakau, heute Papst Johannes Paul II., das Königspaar wieder bei. Ein Jahr später waren 4 Mitglieder der Untersuchungskommission tot. Der Krakauer Journalist Zbigniew Sienc erfuhr davon und fing an zu recherchieren. In der Tat kam ein Jahr danach ein ungewöhnliches Gerücht vom Wawelhügel und verbreitete sich überall in Krakau. Bis dahin hat es im Kreis der Grabforscher schon 4 geheimnisvolle, plötzliche Todesfälle gegeben. Sei es wegen Herzversagens oder Gehirnschlags. Die Sache interessierte mich außerordentlich und ich beschloss, den Spuren des Gerüchts nachzugehen. Einige Zeit später weitete sich diese Unglücksserie aus. Es starben noch mehr Menschen, die zur Öffnung des Königsgrabes und den Untersuchungen eingeladen waren. Sie starben alle auf ähnliche Art und Weise. Da sie aber außerhalb Krakaus und der Wawelburg lebten, brachte zunächst niemand ihren Tod mit der Sache in Verbindung. Von den 14 Wissenschaftlern starben 12. Zum Fluch des Pharao kam der Fluch des Kasimir. Wir beide, ich und Herr Dozent Dr. Edward Roschitzky, sind die einzigen Überlebenden dieser Untersuchungskommission. Noch während der Arbeiten in der Gruft bekam ich starke Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen sowie Fieber und konnte schlecht schlafen. Die Kopfschmerzen und das Fieber waren nach 3 Wochen vorbei. Die Gleichgewichtsstörungen hatte ich noch ein paar Jahre. Herr Roschitzky hatte keinerlei Beschwerden, weil er sich nur ganz kurz im Grab aufgehalten hatte und auch später nicht an den Laboruntersuchungen teilnahm. Diese Untersuchungen dauerten Jahre. Warum mussten die 12 polnischen Forscher sterben? Das Ergebnis machte international Schlagzeilen.
Vor allem der Journalist Zwiensch lieferte die Informationen. Die ganze Zeit über blieb er dem Mikrobiologen Professor Smück auf den Fersen. Resultate aus erster Hand. Endet auch der Fluch des Pharao hier in einem Krakauer Reagenzglas? A więc, panie redaktorze, nie chcę panu przedstawić te kultury. Herr Redakteur, dies hier sind Mikroorganismen, die wir aus Bakterien und Pilzen des Kasimir-Grabes gezüchtet haben. Einer dieser Mikroorganismen ist der Aspergillus flavus. Wir haben ihn am Oberschenkelknochen des Jagellonenkönigs gefunden. Er ist goldfarben und spielt nach unserer Meinung die entscheidende Rolle beim Tod meiner Kollegin. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Präparate unter dem Mikroskop. Sie sehen genau, wie eine Kultur des Aspergillus flavus aussieht. Und dann möchte ich Ihnen noch ein anderes Präparat zeigen. Es sind Bazillen, die wir aus den Aspergillus-Bakterien des Grabes gewonnen haben. Wie wir wissen, sind diese Bakterien 500 Jahre alt. Wir haben es fertiggebracht, diese Bazillen durch thermischen Schock wiederzubeleben. Ich wiederhole, der Aspergillus flavus aus dem Grab des Jagellonenkönigs ist von diesen Pilzkulturen offensichtlich der giftigste. Unsere Untersuchungen beweisen eindeutig, dass er für den Tod der Personen verantwortlich ist, die an der Erforschung des Grabmals auf der Wabelburg beteiligt waren. Zurück nach Ägypten. Zurück zu den jahrtausendealten Gräbern. Gelten auch hier die polnischen Untersuchungsergebnisse? Gab es damals schon den tödlichen Aspergillus flavus? Es gab ihn. Entdeckt wurde er jedenfalls an der Mumie Ramses II., des großen Pharao um 1200 vor Christus. Um die Jahrhundertwende fand man den einbalsamierten Leichnam in einem Versteck nahe beim Tal der Könige. Vor 10 Jahren stellten Ägyptologen gravierende Zerfallserscheinungen an der Mumie fest. Man brachte sie nach Paris. Dort bemühten sich Wissenschaftler 7 Monate intensiv um ihre Rettung. In der Tat wusste man bereits beim Eintreffen der Mumie in Paris, dass sie an verschiedenen Stellen von Pilzen befallen war. Der Sarkophag, in dem sie lag, enthielt Pilzkulturen. Auch der Leinenstoff, der sie wie ein Gewand umhüllte, zeigte an verschiedenen Stellen Ansammlungen von Pilzen. Schließlich entdeckte man an und im Körper der Mumie Schimmelpilzkulturen, vor allem am Ohr. Unter den aggressivsten Pilzen die der Aspergillus-Gruppe. Darunter wiederum 2 stark vertretene Spezies, der Aspergillus niger und der Aspergillus flavus. Anders als in Polen, in Frankreich starb niemand. Sicher nur durch einen Zufall. Die Wissenschaftler trugen Mundschutz und Handschuhe, um ihre Keime nicht auf die Mumie zu übertragen. So schützten sie sich, nichtsahnend, vor dem tödlichen Aspergillus. Nichtsahnend, weil die Forschungsergebnisse aus Polen noch nicht veröffentlicht waren. Giftige Pilze. Berufsrisiko auch für Grabräuber? In dem ägyptischen Dorf Dra Abu el Nega fanden Einwohner 1895 unter diesem Haus in einem bereits leeren Grab einen neuen Schacht, von dem sie annahmen, dass er zu einem zweiten, noch unberührten Grab führt. Bekannt ist, dass in dieser Gegend Könige der frühen 18. Dynastie bestattet wurden. Die Dorfbewohner wollten den Fund ihres Lebens machen. 3 oder 4 Männer stiegen als erste in den Schacht. Kein Mensch kam zurück aus diesem Grab. Jeder, der hineinging, blieb drin. Und die Frauen hier klagten um ihre Männer und Söhne. Leute aus Luxor stiegen ebenfalls in das Grab, um nachzuforschen. Auch die kamen nicht wieder zurück. Dann kamen die Vertreter der Regierung und haben das Loch zugemacht, damit keiner mehr hineinkonnte. Alle Menschen im Grab sind tot. All is die inside.
Innerhalb von 10 Jahren gab es immer wieder Mutige, die es wissen wollten. Bis zum Jahr 1905 waren fast 50 Personen verschwunden. Ein orientalisches Märchen? Wir gingen der Sache nach. Ein ägyptischer Inspektor steigt mit uns in das alte Grab, heute ein Hühnerstall. Er will uns den Ansatz zum Schacht zeigen. Es darf aber nur der obere Rand freigelegt werden. Begründung: Die Menschen, die im Schacht umgekommen sind und dort noch liegen, waren Moslems. Nach islamischem Ritus dürfen Tote nicht mehr bewegt werden. So bleibt es vorerst ein Geheimnis, ob auch hier Pilze die Todesfalle waren. Dieses Grab wurde dem Archäologen Howard Carter von der Familie Rasul ebenfalls gezeigt. Das weiß der Ägyptologe Professor Ali Hassan aus Carters handschriftlichen Aufzeichnungen. Carter schreibt, dass viele Sachen passiert und einige ungewöhnliche Geschichte hat mit diesem Grab zu tun. Deshalb wohl entschied sich Carter für das Tutanchamun-Grab. Dass es auch dort ein rätselhaftes Sterben geben würde, konnte er damals noch nicht wissen. Französische Lungenfachärzte untersuchten diese Todesfälle. Wir befassen uns schon seit Jahren mit den Problemen allergischer Lungenkrankheiten. Da ist es uns aufgefallen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt mit den Symptomen, die Ägyptologen aufwiesen, die bei der Ausgrabung Tutanchamuns waren. Nun könnte man sich natürlich fragen, hat es im Grabe Tutanchamuns Schimmel gegeben? Wir haben in den damaligen Aufzeichnungen viele positive Hinweise gefunden. Schimmel war auf allen organischen Gegenständen im Grab sowie auf den Wänden. Zweifelsohne haben die Ausgräber in dieser staubbelasteten Atmosphäre ihre Arbeit verrichten müssen, selbst wenn sie sich nicht nur zusätzlich wie Mais eines Blasebalges bedienten. Es ist das Einatmen des Schimmels, das diese allergischen Lungenkrankheiten hervorruft. Man könnte sich fragen, ob nach so vielen tausend Jahren Schimmelsporen noch eine pathologische Wirkung haben können. Das kann man nur bejahen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass nach vielen Jahrtausenden ihr allergisches Potenzial sich steigert. Staub und Schimmel gibt es bei allen Grabungsarbeiten. Beim Säubern der Wände, beim Ausräumen von Gräbern oder beim Durchsieben des Schutts. Tödliche Gefahr für alle, deren körperliche Schwachstellen Lunge und Atemsystem sind. Die Todesursachen bestätigen das eindeutig. Lord Carnarvon, der die Tutanchamun-Grabung finanzierte, war seit seinem Autounfall lungenkrank. Auf einem der letzten Fotos sieht man, wie er, links im Bild, durch die frisch aufgeklopfte Ziegelwand aus Nilschlamm in die Grabkammer schaut. Besonders dabei hat er zwangsläufig große Mengen Staub eingeatmet. 6 Wochen später starb er an Lungenentzündung. Der französische Konservator Georges Bénédict starb an Lungenstauung. Lungenstauung auch als Todesursache bei anderen Grabbesuchern. So bei dem Unternehmer Gould, dem Professor Lafleur und dem Röntgenologen Reed, der den Sarkophag des Pharao durchleuchtet hatte. Alle 4 Personen starben innerhalb weniger Stunden, nachdem sie das Grab Tutanchamuns verlassen hatten. Carters Assistent Arthur Mace, schon vor der Grabung lungenkrank, musste seine Tätigkeit aufgeben. Selbst mehrere Kuren konnten ihm nicht mehr helfen. 2 Jahre nach der Graböffnung war er tot. Howard Carter litt ebenso wie Professor Smyk in Krakau an Kopfschmerzen, Kreislauf- und Gleichgewichtsstörungen. Carter wurde diese Beschwerden bis zu seinem Tod nicht mehr los. Das ist ein koptischer Stoff. In solche Textilien wickelten die Kopten, ägyptische Christen des 3. bis 6. Jahrhunderts, ihre Toten ein. Menschen, die mit diesen Stoffen in Berührung kamen, zeigten ähnliche Krankheitssymptome wie die Archäologen.
Husten, Kratzen im Hals, starke Rötung des Rachens, Nesselsucht und Kopfschmerzen. Man bezeichnet das als koptische Krankheit. Die Ursache dieser Krankheit ist nicht eindeutig geklärt. Jedoch hat man bei Laboruntersuchungen verschiedene Stoffstücke, Pilze isoliert, und zwar die Aspergillus-Gruppe, Fusarium und Mucor. Aspergillus, der Schimmelpilz, in seinen verschiedenen Varianten. Ob in den Niederungen der Weichsel oder am Nil, auf der ganzen Welt gibt es ideale Nährböden für diese Pilzart. Sie entsteht beim Zerfall organischer Stoffe und kommt überall in unserer Umwelt vor. Im Wasser, im Hausstaub, an verdorbenen Lebensmitteln und in der Landwirtschaft. Jeder Mensch atmet solche Schimmelsporen ein. Ein gesunder Körper wehrt sie ab. Wenn sich aber diese Pilzsporen, zum Beispiel in Gräbern und landwirtschaftlichen Silos, zu hochgiftigen Konzentraten verdichten, wird es selbst für einen stabilen Organismus lebensgefährlich. Der Lungen- oder Bronchialkranke hat keine Chance, er stirbt. Die Behandlung mit Antibiotika beschleunigt dies noch, weil sie wichtige Bakterien der Immunabwehr mit zerstört. Diese Aufnahme zeigt die typische Veränderung der Lunge nach dem Einatmen von Schimmelsporen. Sekret und Blutkörperchen gelangen aus den Blutgefäßen in die Lungenbläschen und lagern sich dort mit Proteinen ab. Die Lunge kann keinen Sauerstoff mehr aufnehmen, der Mensch erstickt. Es steht fest, die Pilze der Aspergillus-Gruppe sind verantwortlich für alle Krankheits- und Todesfälle der verschiedenen Epochen im Zusammenhang mit Graböffnungen. In hohem Maße lebensgefährlich, besonders der Aspergillus flavus, so haben Wissenschaftler und Ärzte erkannt. Der Fluch des Pharao. Die Naturwissenschaft hat ihn zur Legende gerinnen lassen. Aber eine Frage bleibt: Kannten die alten Ägypter schon die Wirkung dieser Pilze? Schützten sie damit die Gräber ihrer Pharaonen? Pilze als Geheimwaffe gegen Ruhestörer und Diebe? Wer bewahrt schon Gold im Wert von 40 Millionen Mark ohne Alarmanlage auf? Das ist nur der reine Goldwert der Sarkophage. Denkbar wäre eine toxische Absicherung der Gräber schon. Aus Papyrushandschriften wissen wir, dass die Ägypter bereits umfassende Kenntnisse über Heilpflanzen und Gifte hatten. Medizinische Lehrschriften und viele hundert Rezepte sind uns erhalten. Die einzelnen Bestandteile jeder Medizin wurden schon bis aufs Milligramm gewogen. Die genaue Rezeptur, eine Erfindung der Ägypter. Arzneien mussten die Patienten in Bier aufgelöst trinken, wegen der antibiotischen Wirkung der Bierhefe. Man verwendete sogar schon Mohnsaft, den Grundstoff für Opium und Morphium, als Schmerz- und Betäubungsmittel. Große Erfolge auch auf dem operativen Sektor. Ein Vergleich mit modernen Instrumenten zeigt Pinzetten, Wundhäkchen, Wundlöffel und Sonden, Schaber zum Entfernen verletzter Knochenhaut und Verbandsmaterial. Das Handwerkszeug der Chirurgen hat sich in 3000 Jahren kaum verändert. Wichtig für das Leben im Jenseits war die vollständige Erhaltung des Körpers. Hochentwickelt daher die Kunst der Einbalsamierung, ausgeführt von einer besonderen Priesterkaste. Diese Mumienmacher hatten die besten anatomischen Kenntnisse. Damit halfen sie den Medizinern bei der Beurteilung spezieller Krankheiten, weil Ärzte aus religiösen Gründen nicht sezieren durften. So kannte sicher auch Ehe, der hohe Priester unter Tutanchamun, alle medizinischen und pharmazeutischen Geheimnisse seiner Zeit. Er war es, der dem jungen Pharao das Grab so prunkvoll ausstattete und für kurze Zeit sein Nachfolger wurde. Dann übernahm ein Emporkömmling die Macht, Haremhab, hier rechts im Bild, Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee, ein Soldatenpharao.
Rücksichtslos und ohne Skrupel, wie er war, verdächtigte man ihn sogar des Mordes an seinen Vorgängern. Er gehörte wohl zu den 12 Männern, die dem toten Tutanchamun das letzte Geleit gaben. Also hat er alle Schätze im Grab gesehen. Warum ließ er es dann nicht ausrauben? Eine solche Anhäufung von Gold muss auch für damalige Verhältnisse ungewöhnlich gewesen sein. Merkwürdig ist auf jeden Fall eines. Es wurde schon zu Harem Habs Zeiten eingebrochen, wie dieses Loch beweist. Aber offensichtlich konnten die Diebe ihr Werk nicht vollenden. Sie hinterließen ein Chaos. Kostbarer Schmuck wurde wahllos in irgendwelche Kästen geworfen. Die Priester der Totenstadt haben das Grab zwar wieder versiegelt, aber nicht aufgeräumt, obwohl sie wussten, wie wichtig eine geordnete Aussteuer für das Jenseits war. Zeit genug hätten sie gehabt. Ob sie die tödliche Grabsicherung kannten und sie vielleicht selbst eingebaut haben, wir werden es wohl nie erfahren. Ungelöst bis heute auch das Rätsel um die Pyramiden von Gizeh bei Kairo. Das einzige antike Weltwunder, das man heute noch sehen kann. Grabmal, Observatorium oder was sonst. Niemand weiß es genau. In der berühmten Bibliothek von Alexandria, die vielleicht so aussah, hätte man sicher die Antwort gefunden. Dort nämlich war das gesamte Wissen der damaligen Zeit auf über 500.000 Papyrusrollen festgehalten. Bei einem großen Brand im Jahr 47 vor Christus ging das alles verloren. Erst im Mittelalter begannen Astronomen, Mathematiker, Physiker und Mediziner wieder mit gezielten Forschungen. Doch selbst bis heute sind nicht alle Wissenslücken geschlossen. Grabung an den Pyramiden. Auch Archäologen bemühen sich ständig um die Lösung ungeklärter Fragen. Vielleicht liegt die Antwort, auf die alle warten, in einem noch unentdeckten unterirdischen Gang. Eine Antwort zum Beispiel auf die außergewöhnlichen physikalischen Vorgänge, die innerhalb der Pyramiden zu beobachten sind. Ein Computerbild verdeutlicht, wie die Pyramiden von Gizeh ausgerichtet sind, mit jeder Seite exakt nach einer Himmelsrichtung. Die meisten wissenschaftlichen Experimente wurden mit der Cheops-Pyramide gemacht, der größten und ältesten in Gizeh. Und so sieht diese Pyramide innen mit ihren Gängen und Kammern aus. Ein Längsschnitt durch die sogenannte Große Galerie. Aufgang zur Grabkammer. Dachsteine und Seitenwände ineinander gehakt, um den Schub abzufangen. Eine bautechnisch vollkommene Meisterleistung. Schon zu Napoleons Zeiten versuchten französische Gelehrte, diesen Monumentalbau zu vermessen. In letzter Zeit haben sich vor allem die Amerikaner mit Pyramidenforschung befasst. Träger unserer Forschungsserie ist die Mankind Research Foundation, eine Gesellschaft für Grenzwissenschaften. Wir befassen uns mit neuen Bereichen der Wissenschaft zur Verbesserung menschlicher Lebensqualität. Auch wir haben für unsere Untersuchungen die Form der Cheops-Pyramide gewählt und unsere eigenen Modelle nach ihren Maßstäben gebaut. Bei dem Fleischversuch konzentrierten wir uns auf den Bereich der Grabkammer, weil dort besondere Kräfte vermutet werden. Das wollten wir sorgfältig untersuchen und dokumentieren. Ein Stück Fleisch wird in zwei Hälften geteilt. Das eine Stück legen wir auf die Höhe der Königskammer. Das andere Stück auf den Boden der Pyramide. On the left side of the pyramid.
Mit dem Kompass wird die eine Pyramide nach Osten ausgerichtet. Nur so klappt das Experiment. Die andere wird aus der Richtung gedreht. In einer Zeitrafferaufnahme kann man die Veränderung des Fleisches über einen Zeitraum von 20 Tagen sehr gut beobachten. Das rechte Stück Fleisch auf dem Boden der Pyramide verfault. Das andere Stück in Höhe der Grabkammer vertrocknet. Es mumifiziert. Offensichtlich konzentrieren sich hier in dieser Höhe der Pyramide Energien in einer bisher unbekannten Form. Durch Reflexion innerhalb des Raumes werden alle Bakterien vernichtet. Und zwar Bakterien, die Fäulnis verursachen und solche, die Schimmelbildung verhindern. Das funktioniert aber nur, wenn der reflektierende Raum, also die Pyramide, aus elektrisch nicht leitendem Material wie Stein, Glas, Papier, Holz oder Kunststoff ist. Auch Metalle verändern sich innerhalb der Pyramide, ganz ohne mechanische Einwirkung. Das zeigt ein Experiment, das unter Leitung von Professor Eichmeier an der Technischen Universität München durchgeführt wurde. Eine Rasierklinge wurde halbiert. Während die eine Hälfte unter Verschluss bei Professor Eichmeier bleibt, wird die andere Hälfte in Höhe der Grabkammer abgelegt. Sie bleibt dort für 8 Tage liegen. Wir untersuchen nun die unter der Pyramide gelegene Hälfte der Rasierklinge und die außerhalb aufbewahrte Hälfte mit einem Raster-Elektronenmikroskop. Um das Bild zu erstellen, wird der Elektronenstrahl langsam über die Probe gerastert, sodass wir ein ziemlich rauschfreies Bild erhalten. Wenn wir die beiden Rasierklingenbilder betrachten, dann können wir feststellen, dass Unterschiede auftreten in der Breite der Schnittfläche, aber auch in der Oberflächenstruktur der Klingen. Die eine Klinge zeigt weitgehend parallel angeordnete Riefen oder Furchen, während auf der anderen Klinge Furchen und Striche zu sehen sind, die durcheinander verlaufen, die also nicht regelmäßig angeordnet sind. Betrachten wir ein vergrößertes Bild der beiden Klingen, dann sehen wir, dass auch die Schnittbreite deutlich unterschiedlich ist bei beiden Klingenhälften. Die Schnittbreite beträgt etwa 4 Mikrometer, das sind 4 Millionstel Meter. Der Pfeil zeigt auf die Schneide der Klinge aus der Pyramide. Deutlich ist die Oberflächenveränderung des Metalls an der Schnittfläche gegenüber der anderen Klinge zu erkennen. Beim Rasierklingenversuch ist festzustellen, dass durch die Ausrichtung der Klinge in Nord-Süd-Richtung und durch die Energiereflexion in der Pyramide eine Resonanz entsteht. Dadurch verändert sich die Molekularstruktur der Klinge. Vermutlich verhindert das Erdmagnetfeld im Zusammenwirken mit der speziellen Raumform Cheops-Pyramide und der Nord-Süd-Ausrichtung das Austreten der Energie über die Seitenflächen hinaus. Die Computergrafik verdeutlicht diese Ströme. Die Energie wird im Raum zurückgeworfen und genau diese reflektierte Energie verändert die Materie. Energien, die offensichtlich auch auf Menschen wirken. Ein Opfer dieser Energien, der Pyramidenforscher George Reisner. 1942 brach er in der Grabkammer der Cheops-Pyramide zusammen und starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Aufenthalt in der Pyramide ist also nicht ungefährlich. Wohl deshalb bekam auch der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow während eines Ägyptenbesuches ein Telegramm vom Geheimdienst aus Moskau. Man verbot ihm, die Pyramiden zu betreten. Chruschtschow gehorchte und besichtigte nur Tempel. Spekulation, Theorie oder bloß Angst vor dem Unbekannten? Genau sagen können wir heute nur eines.
In der Grabkammer der Pyramide mit dem Sarkophag im Energiezentrum konzentrieren sich offenbar Kräfte, die man heute, trotz hochentwickelter Technologie, noch nicht genau definieren kann. Wie immens muss dagegen schon das Wissen der alten Ägypter gewesen sein? Die Sonne über dem Nil. Mehr als 1,5 Millionen Mal ist sie seit den Tagen der Pyramidenbauer aufgegangen. Und wie oft wird sie noch aufgehen müssen, bis wir alle Geheimnisse dieses alten Kulturvolkes kennen.